Stechuhr-Comeback in Deutschland. Paukenschlagurteil des Bundesarbeitsgerichts. In Deutschland besteht eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Das war die Schlagzeile der Bild-Zeitung am 13. September 2022. Aber ist es wirklich sensationell, wenn Arbeitgeber die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten erfassen müssen? Immerhin sieht das Arbeitszeitgesetz Höchstgrenzen für die tägliche und die wöchentliche Arbeitszeit, Ruhezeiten und Pausenregelungen vor, für deren Einhaltung der Arbeitgeber verantwortlich ist. Wie soll er sie kontrollieren, wenn er die Arbeitszeit nicht erfasst? Es sieht also auf den ersten Blick so aus, als ob der Beschluss des ersten Senats des Bundesarbeitsgerichts nur eine Selbstverständlichkeit ausspricht. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Es gibt nämlich keine gesetzliche Regelung, die den Arbeitgeber generell zur Erfassung der Arbeitszeit verpflichtet. Guten Tag, ich heiße Matthias Jacobs und bin Professor für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Zivilprozessrecht an der Bucerius Law School. Der Stechuhrbeschluss des Bundesarbeitsgerichts hat so viel Aufsehen erregt wie schon lange kein Spruch mehr aus Erfurt. Er hat beste Chancen, Entscheidung des Jahres zu werden und ist eine schöne Gelegenheit, über das sehr umstrittene Thema Arbeitszeiterfassung, das fast jeden von uns auch persönlich betrifft, zu sprechen. Schauen wir uns also einmal an, was das Bundesarbeitsgericht genau entschieden hat, ob die Entscheidung überzeugt, ob nun alle Arbeitgeber automatisch zur Arbeitszeiterfassung verpflichtet sind und wie es nun weitergeht. Was hat das Bundesarbeitsgericht genau entschieden? Das Bundesarbeitsgericht hatte eigentlich die Frage zu entscheiden, ob der Betriebsrat gegen den Willen des Arbeitgebers ein System der Arbeitszeiterfassung durchsetzen kann. Diese Frage hat es allerdings gar nicht beantwortet. Es bestehe nämlich schon kein entsprechendes Mitbestimmungsrecht, weil der Arbeitgeber bereits gesetzlich zur Einführung eines Arbeitszeiterfassungssystems verpflichtet sei. Ich habe zwar gerade gesagt, dass es eine entsprechende gesetzliche Regelung gar nicht gibt. Der erste Senat liest eine solche Pflicht aber einfach in § 3 des Arbeitsschutzgesetzes hinein. Dessen Wortlaut gibt dafür zwar nichts her, darüber setzt sich der Senat aber im Wege unionsrechtskonformer Auslegung einfach hinweg. Der Europäische Gerichtshof hatte nämlich bereits 2019 für die Arbeitszeitrichtlinie eine Pflicht des Arbeitgebers zur Arbeitszeiterfassung bejaht und die Mitgliedstaaten aufgefordert, entsprechende Gesetze zu erlassen. Überzeugt der Beschluss des Bundesarbeitsgerichts? Unter dem Vorbehalt, dass ich bislang nur die Pressemitteilung kenne, nein. Der Gerichtshof hat die nationalen Gesetzgeber aufgefordert, die Arbeitgeber zu verpflichten, Arbeitszeiterfassungssysteme einzuführen. Das Bundesarbeitsgericht ist aber nicht der Gesetzgeber. Natürlich sagt der gesunde Menschenverstand, dass der Arbeitgeber seine Pflichten aus dem Arbeitszeitgesetz nicht erfüllen kann, wenn er die Arbeitszeit seiner Beschäftigten nicht erfasst. Auch ist die unionsrechtskonforme Auslegung allgemein anerkannt. Das Bundesarbeitsgericht setzt sich aber über ihre Grenzen recht leichthändig hinweg. Im Arbeitszeitgesetz ist ausdrücklich nur geregelt, dass die Arbeitszeit für Überstunden aufgezeichnet werden muss. Es gibt zwar noch weitere Dokumentationspflichten in anderen Gesetzen, diese betreffen aber sehr spezielle Konstellationen. Eine generelle Pflicht zur Arbeitszeiterfassung ist bislang nirgends geregelt. Hinzu kommt, dass die Regierung im Koalitionsvertrag vor 9 Monaten angekündigt hat, zu prüfen, wie die Arbeitszeiterfassung konkret gesetzlich geregelt werden kann. Das Bundesarbeitsgericht hat den Gesetzgeber jetzt also überholt und setzt ihn auf diese Weise politisch unter Druck. Das ist mit Blick auf den Gewaltenteilungsgrundsatz nicht nur leicht übergriffig, sondern kann sogar dazu führen, dass der Gesetzgeber jetzt gar nichts mehr tut. Das wäre sehr misslich. Die Ergebnisse einer unionsrechtskonformen Auslegung sind dem Wortlaut der ausgelegten Norm nämlich im Regelfall in keiner Weise zu entnehmen und sorgen deshalb beim Rechtsanwender in der Praxis für erhebliche Rechtsunsicherheit. Weitere traurige Beispiele sind das Massenentlassungs- und das Urlaubsrecht. Sind nun alle Arbeitgeber automatisch zur Arbeitszeiterfassung verpflichtet? Im Prinzip ja, aber. In der Pressemitteilung steht einerseits wörtlich, nach dem Arbeitsschutzgesetz ist der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer zu erfassen. Das ist eindeutig. Andererseits hat ein Verstoß gegen diese Vorgabe derzeit keine Folgen. Ein Bußgeld kann nicht verhängt werden, weil es keine entsprechende Vorschrift gibt.
Denkbar ist, dass es jetzt in Prozessen über die Bezahlung von Überstunden zu einer Umkehr der Darlegungs- und Beweislast für deren Anordnung und Erbringung kommt. Bislang tragen sie die klagenden Beschäftigten. Allerdings hat der 5. Senat des Bundesarbeitsgerichts mit Blick auf das erwähnte Urteil des Europäischen Gerichtshofs erst vor wenigen Monaten das Gegenteil entschieden. Durch den Beschluss des 1. Senats, der für Lohnklagen nicht zuständig ist, wird sich deshalb vermutlich nichts ändern. Wie geht es weiter? Der Ball liegt jetzt beim Gesetzgeber. Er muss endlich in die Puschen kommen und die Arbeitszeiterfassung gesetzlich regeln. Welche Vorgaben hat er dabei zu beachten? Nach den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs muss ein objektives, verlässliches und zugängliches System geschaffen werden, mit dem die Arbeitszeit gemessen werden kann. Er betont dabei den Spielraum, den die Mitgliedstaaten bei der Festlegung der konkreten Modalitäten der Arbeitszeiterfassung und deren Form haben. Sie dürfen die Besonderheiten des jeweiligen Tätigkeitsbereichs und die Eigenheiten bestimmter Unternehmen berücksichtigen, zum Beispiel ihre Größe. Diesen Spielraum möchte man in Berlin offenbar nutzen. Im Koalitionsvertrag heißt es jedenfalls, dass flexible Arbeitszeitmodelle, zum Beispiel Vertrauensarbeitszeit, weiterhin möglich sein müssen. Was können wir also erwarten? Spielraum gibt es nur beim Wie der Arbeitszeiterfassung, nicht beim Ob. Eingeführt werden muss sie also, und zwar für alle Beschäftigten. Beim Wie sollte darauf geachtet werden, dass die Vorgaben nicht zu bürokratisch werden und möglichst viel Spielraum lassen. Sinnvoll ist die Möglichkeit, die Aufzeichnungen an die Beschäftigten zu delegieren und stichprobenartig zu kontrollieren. Dass die Vertrauensarbeitszeit verschwinden wird, wie viele beklagten, sehe ich nicht. Vertrauensarbeitszeit bedeutete schon bisher nicht, dass man arbeitszeitrechtlich machen kann, was man will, sondern nur, dass bei der Erbringung der Arbeitsleistung die Erledigung der vereinbarten Aufgaben im Vordergrund steht und nicht die zeitliche Präsenz der Beschäftigten. Daran wird sich nichts ändern, wenn Beschäftigte künftig selbst ihre Arbeitszeit erfassen und der Arbeitgeber immer wieder einmal überprüft. Was bleibt zusammenfassend festzuhalten? Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass Arbeitszeiten erfasst werden. Insofern ist die Aufregung jedenfalls über das Ergebnis des Beschlusses vom 13. September übertrieben und vielleicht eher ein Sturm im Wasserglas als ein Paukenschlag. Eine ganz andere Frage ist allerdings, ob alle Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes noch in die heutige Zeit passen. Darüber sollte der Gesetzgeber einmal gründlich nachdenken, wenn er das Arbeitszeitgesetz ohnehin in die Hand nimmt.